Juhu, Leute, es ist weiter soweit, es ist wieder soweit. Eine neue Challenge muss her. Und zwar, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, die meistgefragteste Challenge, und zwar das Ausgraben. Ich guck mal gerade, na, ein neues Gefängnis gibt's nicht, aber ich mach's mir diesmal ein bisschen schwerer. Und zwar versuche ich es dieses Mal wirklich wieder im normalen Gefängnis. Das haben wir schon mal gesehen und ich soll mich rausgraben. Okay. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier quer durch die. Ob ich mich quer durch die Wand hier grabe. Muss ich mal schauen. Ich finde es übrigens super, wie sehr ihr euch engagiert mit den Challenges. Also, dass ihr immer wieder schreibt, mach dies, mach das. Finde ich wirklich, wirklich cool. Eine Crowbar. Genau, eine Crowbar ist genau das, was ich jetzt wohl am meisten brauche. Denn durch Wände kommt man nur mit Crowbars und Spickhacken? Pickhacken. Pickhacken, klar. Und dementsprechend, ich werde eigentlich brauche ich überhaupt gar keine Werte. Weil ich brauche eigentlich nur Kohle. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel Beat on Surf, das Officer Isaac. Nein, Officer Isaac. Will ich nicht verprügeln, weil die sind nämlich hier ziemlich heftig. Und deswegen will ich das hier nicht probieren. Gut, wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. So, Breakfast. Breakfast brauche ich nicht. So, gucken wir uns doch schon mal um. Also, wir sind hier. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist gucken, dass ich nicht erwischt werde. Ein paar Sachen nehmen, um hier schon mal genau auch zuzudecken. Weil da werde ich auch lang müssen. Weil wenn ich mich einfach rausgrabe, brauche ich Sichtschutz. Ja, hier, damit die mich nicht sehen. Einfach rausgraben. Hier komme ich nicht durch. Und ich frage mich, was in diesen Zwischenwänden ist. Ob man da überhaupt hinkommt. Janitorial Work? Okay, also bin ich hier wohl der Janitor. Was macht man hier jetzt? Was muss ich hier jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Hier? Das? Ah, Cleaning, okay. Okay, ich kann hier cleanen. Tube of Bleach. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich guck mal, ob ich hier mit dem Klo irgendwas machen kann. Nee. Kann ich nicht. Okay, vielleicht hätte ich erstmal schauen sollen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Bli. Habe ich eigentlich. Ich wollte gerade sagen, habe ich einen Universalschlüssel? Nee, habe ich nicht. Also, ich meine, ja, ich kann ja hier jetzt hier reinigen. Aber. Wie bleach ich denn jetzt? Oder wofür brauche ich denn das Bleach? Und wofür brauche ich den Pömpel? Na gut, den Pömpel werde ich brauchen, wenn ich. Wenn hier wahrscheinlich irgendwo ein Klo verstopft ist, aber wo sollte denn hier jetzt mit dem Klo verstopft sein? Kann mal gucken, ob ich irgendeinen anderen nehmen kann. Ich will irgendwas anderes, aber nicht den Scheiß hier. Was mein jetzt? Auch nicht? Ja, super, was mache ich denn jetzt hier? Vielleicht irgendwas hier? Auch nicht? Ja, super, dann schaffe ich meine. Schaffe ich am ersten Tag meine Jobquota nicht. Das ist ja klasse. Da habe ich ja mal mega Bock drauf. Scheiß Janitorial, das ist ja mal der letzte Glump. Ja, keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich bin zu dumm dafür. Ich finde Janitorial Work. Was jetzt ziemlich schlecht ist. Weil ich sonst nämlich kein Geld verdienen kann. Jetzt sollte ich mich mal informieren, was der Janitorial Work macht. Ist mir eigentlich scheißegal, ob ihr mich durchsucht. Was, Officer Isaac? Nein. Irvins Acts of Friendly.
pack of playing cards from Irwin. Okay. Kann ich machen. Ich will aber ehrlich gesagt einen Dings haben, einen anderen Beruf jetzt. Oh, Metal Shop, Metal Shop. Oh nein! Ich bin zu dumm für den Metal Shop. Halt's Maul. Geh mir nicht am Sack. Geh mir nicht am Sack. Geh mir nicht am Sack. Ich muss lernen. Ich muss heute noch den Dings kriegen. Ja gut, Int werde ich auf jeden Fall brauchen, weil ich muss ja auch die Pickaxe, genau. Spitzhacke auf Deutsch. Meinst du, ich kam drauf? Nein, kam ich nicht. So, die Pickhacke. Pickaxe. Ich sag Pickaxe. Heißt ja auch hier Pickaxe, also sage ich definitiv Pickaxe. Gott, ich brauche aber mindestens eine richtig gute. Ich weiß gar nicht, konnte man mit dem Dings raus? Mit dem Löffel? Und mit dem Löffel konnte man, glaube ich, nur buddeln. Boah, das wird richtig anstrengend. Ich glaube, das wird dieses Mal ein bisschen länger als nur immer zwei Folgen, so wie ich es jetzt habe. Weil, ich A, natürlich in dem Medium-Gefängnis spiele. Und B, ich, nur die Problematik habe, dass ich mich gerade durchgraben muss und ich nicht weiß, was in diesen schwarzen Räumlichkeiten ist. Ich werde da wohl drin sein? Vielleicht ein Durchgang? Das wäre gar nicht so schlecht, wenn da ein Durchgang drin wäre. Dann könnte ich nämlich schauen, dass ich irgendwo super durchkomme. Ja, ich will kein Dinner. Dinner ist für Schwache. Hab ich ja immer wieder gesagt. Aber wo grabe ich mich denn am besten raus? Man sagte mir, also die Challenge ist ja, grab dich aus deiner Zelle raus. Okay. Das heißt, ich muss definitiv durch die anderen Zellen durch. Na, wobei muss ich nie, ja, ich weiß nicht genau, es ist natürlich jetzt eine Auslegungssache, wie die Challenge ausgelegt worden ist. Diejenigen, die mir die Challenge mit dem Graben gegeben haben, können mir jetzt bitte mal kurz sagen, ob es okay ist, dass ich quasi noch drumrum laufe und sowas wie Schlüssel benutze, oder ich wirklich nur mit der Pickaxe oder mit dem halt durch Gras oder durch Wände schlagen muss. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also wie seht ihr das? Weil dann dementsprechend muss ich mir nämlich was einfallen lassen. So wie ich euch kenne, habt ihr bestimmt gesagt, werdet ihr mir bestimmt sagen, nur die Spickzacke, Pickaxe. Fuck, ich lerne das noch, Pickaxe. Nur die Pickaxe. Aber da werdet ihr schon ziemlich gemein. Aber ich weiß, ihr seid gemein. Ich weiß, ihr wollt mich leiden sehen. Ich weiß, ihr wollt mich scheitern sehen. Und jetzt ist der Metal Shop. Check for player while you're in bed standing with guards. Oh, fuck you. Wie wär's damit? Ach. Scheiße. Mann. Jetzt geht natürlich dann auch meine Int wieder runter. Egal. Ansonsten, wenn ich einmal draußen bin, ist ja dann nur noch die eine Wand. Aber das wird, glaube ich, eine Doppelwand sein. Ich werde auf jeden Fall auch jede Menge Essen brauchen. Essen oder Schokolade oder sowas. Oh, das war gut. Also. Ah, toll, jetzt habe ich hier. Ja, jetzt brauche ich eigentlich, kann ich aber direkt wieder hier runter gehen und ein bisschen Intelligenz weiter trainieren. Weil, ich kenne doch meine Pappenheimer hier. Die haben mir schon mittlerweile so viel Inn wieder weggenommen. Komm, die Guardheat kann jetzt mal hier down gehen. Das wäre mir jetzt schon so ganz lieb, wenn die Guardheat mal down geht. Weil ich brauche diesen Metal Shop. Diesen Metalwork. Die Metalwork Shop, das wäre geil, weil, ja, Metall könnte ich raus schmuggeln, aber
Komm schon. Jawoll. Scheiß. Hausmeister, scheiße. Nein, ich möchte jetzt natürlich nicht, dass es heißt, ich wäre gegen Hausmeister. Ich habe nichts gegen Hausmeister. Wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Nur hier im Gefängnis lutscht das Arsch. Na super, jetzt habe ich den... Jetzt ist der Buster natürlich nicht. Jetzt hat der Irwin natürlich das Zeug mit. Ich nehme mal den Komp, benutze ihn an der Wand, um eine Waffe zu haben. Aber wollen wir mal gucken. Evening Free Time. So, wir gehen davon aus, wir buddeln uns hier rum. Wir buddeln uns dann... Ja gut, wir buddeln uns dann da rein. Das würde dann bedeuten, dass wir uns hier außen rum buddeln. Ja, dann gehen wir nochmal gucken. Habe ich irgendwas Illegales? Nein, ich habe nichts Illegales. Dann gehen wir mal schauen, wo wir hier rauskommen würden. Ist natürlich jetzt auch... Ja... Mist. Ah, hier ist nur eine einfache Wand. Was ist das, eine doppelte Wand? Ne, es ist, glaube ich, eine doppelte Wand, ne? Gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Ich weiß gar nicht, wie soll man das denn machen? Aber wir werden auf jeden Fall auch Fake-Wände brauchen. Also können wir uns dann nämlich schon mal langsam vorbuddeln. Für Fake-Wände brauchen wir dasselbe wie für das Fake-Vent. Lüftungsschachtgitter. Nur noch mit Farbe. Okay. Also Superglue. Meh. Superglue. Ah, eine Crowbar. Ja, Crowbars werden unsere Freunde sein, weil ich meine, dass man mit Crowbars auch... mal kurz gucken, Flimsy Cutters. Ich glaube, ich brauche dafür einen Timber und einen... und eine Crowbar. Oder einen Toolhandle. Dafür brauche ich auch einen Timber und eine File. Interessant, interessant. Ja, viel kann ich momentan nicht machen am ersten Tag. Ich musste natürlich erstmal gucken, was ich hier tun kann. Deswegen gehe ich auch direkt mal hier in den zweiten Tag anfangen. Kann ich von hier? Oh, die Schweine! Oh, das haben sie aber früher nicht gemacht. Dass die Dinger runterreißen. Oh, das ist ja fies. 25, weil... I've got to sell to Shakedown. Nix mit der Roll Call. Okay. Okay, das ist nicht schlimm. Five Million Magazine dürfte auch nicht so schwer sein. Mit der Roll Call, die werden wir ein bisschen Geld wegnehmen zwar. Aber... Five Million Magazine. Nee, das gibt's ja bestimmt doch so. Mal gucken. Gucken, was mich erwartet. Diesmal brauche ich... Boah, das ist also... Hier ist das richtig, richtig anstrengende Geschichte. Wenn ich hier... Das ist... Mann. Meine Gedanken überschlagen sich momentan. Oh, Magazine, nice. Oh, und Ink. Die brauche ich auf jeden Fall. Die brauche ich auf jeden Fall. Hier brauche ich nichts. Irwin, hattest du was für mich? Oh, eine Crafting Note. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber... Ich schmeiß sie deswegen auch mal direkt auf den Boden. Grappling Hook. Ah ja. Gut, dass ich das dieses Mal wahrscheinlich nicht brauchen werde. Oh, noch mehr Ink. Sehr gut. Je mehr Ink, desto besser, weil ich werde mindestens 2-3 Wände brauchen. Oh, hier ist natürlich auch super, aber nein, mein Gefängnis ist in einer faschistischen Mauer. Mann, da oben wäre mega geil, ey. Ja, Metal Shop ist easy peasy. Piss dich, Buster. Oh, Schoko. Schoko kann ich für Energie gebrauchen.
My desk, zack, zack, zack. Ja, das Magazin kann ich behalten. Wer will das Magazin nochmal haben? For Lance. Okay. Gut, gut. Bist du Lance? Nein, bist du. Ja, ich gehe ja schon. Bist du. Ja, Lance! Hier. Nice. Ja. Oh! Ey, Leute, jetzt kifft doch. Ich war doch auf dem Weg. Ich war doch auf dem Weg. Haben die mich echt abgeschossen? Pisser. Ja, aber es ist. Metalwork ist ja so meines Erachtens nach die einfachste Aufgabe. Zeittechnisch. Ah, hier ist er. Ich muss mir auf jeden Fall schon mal überlegen, wie ich über den Zaun komme. Boah, die haben das jetzt schwerer gemacht. Okay, die haben. Guck dir das mal an, wie wenig nur noch da kommt. Die haben das. Okay, die haben das echt schwerer gepatcht. Vielleicht hätte ich doch nicht das Mittel nehmen sollen. Ach, egal, dauert's halt. Dauert's halt, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Man schaut ja Let's Plays, um die Zeit totzuschlagen. Dementsprechend haben wir, seid ihr nicht nur hier für schnelle Unterhaltung, sondern auch um was zu erfahren. So, jetzt gucken wir mal. Können wir mal schauen, wenn wir jetzt hier mal rumgehen können. Hier ist der Power Generator. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Nee, komm ja, hier könnte man raus, aber. Das heißt, man müsste hier irgendwie reinkommen. Aber das führt nicht ganz so rum. Hier ist Ende, ne? Ah, mit der Request soll ich ja hier ein bisschen Theater machen. Aber die nehmen mir dann die Kohle weg, ne? Arschloch. Oh, nein! Oh, Leute, die haben mir nicht mehr die Kohle weggenommen. Okay, gut, ich komme wahrscheinlich dann. In welches Dings komme ich hier eigentlich? Hier wäre ja gar nicht so scheiße, wenn ich hier rauskommen könnte. Okay. Das würde aber bedeuten, dass ich. Ja, was willst du von mir? Ich brauche eine. Kr muss anfangen mit Crowbar oder Ducktape. Lance. Nee, habe ich alles nichts von. Ja. Ich muss jetzt überlegen, echt jetzt. Also, ich komme hier raus. Das heißt, ich kann mich. Ich könnte mich. Hier durch. Dann hier hoch. Wenn. Also, ausgegangen davon. Dass hier. Dass hier wirklich nichts ist, also dass man da durchlaufen kann. Das ist natürlich jetzt. Ich darf natürlich auch jetzt nicht durch in dieser Challenge durch Dings laufen. Durch. Na Gott, komm schon. Lüftungsschächte. So, durch Lüftungsschächte darf ich auch nicht laufen. Ich darf ja als. Buch, ne, ein Buch brauche ich nicht. Ich darf ja wirklich nur die Pickaxe benutzen. Aber die Bar Schokolade nämlich gut, die kann ich immer wieder für Energie benutzen. Ich hoffe, dass das niemanden stört, wenn ich da so. Oh, noch mehr Ink. Wenn ich da durch die feindlichen Zellen laufe. Oh, eine Crafting Note. Oh, noch mehr Ink. Ah, gut, das ist jetzt nichts Neues. Jetzt finde ich gar nicht mehr so schlecht, wenn ich wüsste, wie. Wenn ich eine flimsy Pickaxe finden würde. Weil das ist nämlich genau das, was ich brauche. Wenn ihr mich fragt, was ich hier tue, ich suche Superglue eigentlich. Weil das ist das, was ich momentan wirklich am meisten brauche. Was möchtest du denn? Last time Beatdown Softhead. Nee. Ein Beatdown von Officer. Ward spilled my dirty little secrets to Warden. Is it worth a beating? Walt. Beading mache ich normalerweise sehr gerne. Aber Schokolade kaufen tue ich nicht. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen stärker trainieren.
dieses Mal, um halt ein bisschen HP zu haben und vor allen Dingen auch diese ganzen diese Prügelaufgaben zu erledigen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh Mann, ey, ich bin alles, also mein ganzer Plan hängt davon ab, ob in diesen schwarzen Zwischenräumen wirklich, ob diese zwei schwarzen Zwischenräume begehbar sind oder nicht. Weil wenn die nämlich nicht begehbar sind, habe ich ein Problem. Aber was soll da sein? Ich meine, die können da ja nicht. Oh, ich wollte duschen, lol. Die können da ja nicht ein Loch drin haben oder so. Oder können sie? Superglue. Ja, brauche ich. Brauche ich definitiv. Lohnt sich auch zu kaufen. Na. Hab genug Kohle. Das heißt, jetzt könnte ich. Ich kann nicht mal eine Wand machen. Das ist ja, weil ich brauche zweimal Pappmaché. Das heißt, pro Wand zwei Kleber. Ich brauche mindestens zwei Wände, wenn nicht drei. Wäre natürlich super, wenn ich dann in der Wand es schaffen könnte, Sachen zu verstecken. Wie zum Beispiel, am wichtigsten in dem Fall, wäre Schokolade. Eine Crafting brauche ich nicht. Ach, die beiden Kuschel sind auch schon wieder da. Who's got the soap? Ja, der vor dir. Definitiv. Oh, okay. Halt's Maul. Niemand will das, was du willst. Ah, ich muss noch diesen Irwin oder den Lance verprügeln, ne? Pick up the pace. Mal schauen. Ah, ich habe mich übrigens entschieden, dass ich die Folgen nicht mehr so benenne wie vorher, immer mit den Tageszahlen, sondern einfach nur der Reihe weg durch nummeriere, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wie oft werde ich eingesperrt, springt die Zeit oder nicht. Dementsprechend ist es dann halt so, dass ich dann immer so krumme Zahlen oder so mega lange Zahlen habe, obwohl. Und das nervt halt. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, okay, das heißt jetzt hier Special 1, das nächste wäre dann Special 2. Ich versuche das natürlich wieder immer auf 2 Tage zu begrenzen oder auf 2 Tage hochzuspielen. Kann ich aber jetzt nicht genau sagen, wie lange es soll. Ich gehe davon aus, dass das lange wird. Um meine Schätzung zu machen. So, wir haben jetzt Tag 2. Ich bin dem Ganzen noch mit Mäuseschrittchen voraus am Gehen. Ein super Deutsch im Übrigen. Wenn ich eine Spekulation jetzt abhalten müsste, würde ich schätzen, vielleicht Tag 11, 12, so um den Dreh. Das wird ein bisschen länger dauern, denke ich. Ich denke nicht, dass das so schnell geht. Wäre natürlich geil, wenn ich wieder in der Küche arbeiten könnte. Ist die Küche frei? Ne, Irwin ist in der Küche. Irwin. Ich will den Irwin nicht verprügeln. Um meine Küche. Also, ich meine, ja, ich könnte ihn verprügeln, so ist es ja nicht, ne? Aber dafür müsste ich ihn dann verprügeln, bevor ich meine Dings kriegen kann und in die Kü meinen Job zu Ende bringen kann. Ja, ich überlege mir das noch. Ich muss mir das auf jeden Fall noch überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Macht es am besten noch ein bisschen für HP. Gucken, ob ich vielleicht dieses Mal ein Guard-Outfit mitnehme. Gucken. Weiß ich noch nicht mal. Zuerst mal nur bis 30. So. Dann kommt jetzt gleich der Roll Call. Nur legales Zeug mit. Die können so viel Shakedown, wie sie wollen. Wo will der denn hin? Stuart. Kannst du ja eh nicht lesen. Der hat doch gerade noch. Blöder Penner. Hat doch gerade noch was. Hat er noch gerade was. Oh, nice. Eine. Duct Tape brauche ich auch. Ich glaube, ich kaufe diesmal den. Sandwich.
Superglue. Und das. Und das Ducktape. So. Die liegt da morgen noch. Weil, die anderen Sachen kriege ich, also eine Crowbar, warum ich jetzt die Crowbar nicht gekauft habe, aus folgendem Grund. Die Crowbar kann man, die kriege ich öfter. Die habe ich schon öfter gesehen. Zack, zack. Zack, zack. Das Duct Tape ist illegal. Daher craft ich schnell Pappmaché. Depose das mal hier, nimm das auch mal mit, depose das auch hier. Dann habe ich nur legales Zeug hier. Gut, ja, die ersten 2 Tage sind um. Und wir wollen mal gucken, wie wir uns hier weiter ausgraben. Es ist eine mega schwierige Aufgabe, habe ich festgestellt. Macht aber nichts, wir lieben Herausforderungen und wir sehen uns morgen. Und in dem Sinne, habe die Ehre.